Tungdil Bolofar, der Zwergenschmied aus dem Stollen von Lothionan, ist alleine in einer Zwergenfestung im Tafelberg namens Schwarzjoch. Das hier hinten ist Gorens Lager. Goren ist derjenige, dem er eigentlich einen Sack magischer Gerätschaften zurückbringen soll von Lothionan. Aber den Aufzeichnungen zufolge ist Goren weggezogen nach Grünhain, ein Dorf irgendwo in der Nähe. Und Tungdil wird aber diese Festung nicht verlassen, ohne hier nochmal ein bisschen genau geschaut zu haben. Ich habe jetzt ein bisschen Licht. Ist da jemand? Auweia. Auweia. Ja, da war jemand. Was ist denn das da? Entzündet die Feuerschale. Ach, ich kann hier überall Licht machen. Das wird helfen. Was ist denn das da? Entzündet das Lagerfeuer? Untersuche Gorens Vorräte. Es sieht aus, als hätte Goren eine Zeit lang in der Festung gelebt. Er scheint diese jedoch bereits vor einigen Mondumläufen verlassen zu haben. Ja, Proviant mitnehmen, klar. Es ist kein Stehlen. Es wäre nur schade, wenn die Vorräte verderben würden. Sehe ich genauso. Wie viel war das jetzt? Keine Ahnung. So 10, 20 oder sowas? Da hinten war ich schon. Hier um die Ecke ist doch wieder so eine Feuerschale, richtig? Nee, nicht richtig, aber hier. Nicht jede dieser komischen Ausbuchtungen an den Säulenfüßen ist tatsächlich eine Feuerschale. Untersuche die Waffen. Eine Reihe von Waffen, die alle offensichtlich zwergischen Ursprungs sind. Die Spinnweben und Roststellen deuten darauf hin, dass sie schon sehr lange hier stehen. Vielleicht Jahrhunderte. Und nichts Brauchbares dabei, oder was? Aha. Mysteriös. Oh, hier. Gekritzel. Du hast Schwierigkeiten, die Schmierereien zu entziffern. Schmeiß die ersten in die Esse, schlag die zweiten zu Brei, die vierten sind... Der Rest ist unleserlich. Warum sollten Zwerge sowas hier an die Wand schmieren? Verstehe ich nicht. Geh mal weiter. Ich finde hier doch bestimmt noch ein paar Feuerschalen. Ja, hier. Oh. Die Festung gehört. Sie gehört den Zwergen, Hassan. Was? Errungenschaft, Light into Darkness. Die Festung gehört den Zwergen, Hassan. Ach ja, Moment mal. Als Boindil und Boendal Tungdil getroffen haben, war die Rede davon, dass Tungdil sagte, ich bin ein Zweiter. Und dann hieß es irgendwann, nee, du bist ein Vierter. Also scheinen die verschiedenen Zwergenclans so zu heißen, Erster, Zweiter, Dritter, Vierter und so weiter. Und hier, diese Schmiererei hier hieß ja gerade, schmeiß den Ersten in die Esse und schlag den Zweiten zu Brei oder die Zweiten. Das ist keine zwergische Festung, es ist die Festung von irgendjemandem, der Zwerge platt machen möchte. Das ist nicht gut. Betrachte die Steintafeln. Die Zwerge Lorinburs sind nicht nur so unbeugsam wie ein Berg, sondern auch so zerstörerisch wie eine Lawine und werden genauso unbarmherzig über die niederen Stämme herfallen. Die vier sollen keine Erlösung bei Vrakas finden, sondern ewige Verdammnis, sodass sie zwischen den Welten unbeschreibliche Qualen leiden. Du hast von den Zwergen Hassan gehört, doch es ist das erste Mal, dass du ihre hasserfüllten Texte liest. Dir wird übel, und du wendest den Blick ab. Es hieß doch gerade, die Zwerge Lorimburs
Sind die Zwergenhasser selber Zwerge? Das ist ja komisch. Moment. Questbuch. Gibt's hier was? Rucksack des Famulus oder so? Du hast Gorens Lager im Inneren des Schwarzjochs gefunden. Der junge Mann scheint der Liebe wegen nach Norden ins Dorf Grünhain gezogen zu sein. Hm? Toll. Und alle anderen Questen haben hiermit ja nichts zu tun, richtig? Nee. Seltsam. Dann. Weiter. Ach, ich muss doch hier irgendwas Schönes finden. Außer Proviant. Ein magisches Artefakt oder so. Hoffentlich bist du jetzt nicht von irgendeinem Geist besessen. Hier kann ich nichts entzünden irgendwie. Auch nicht mit Licht. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Hier ist irgendwas. Aber ich bräuchte ein bisschen Licht. Entzünde die Rune. Ich kann hier Runen entzünden, aber ich weiß doch gar nicht, welche die richtige ist. Oh Mann. Gräber, wer hier wohl begraben liegt? Ja, Zwerge wahrscheinlich. Oder Zwergenhasser, ganz klar. Ein Sarkophag. Vielleicht lässt er sich öffnen. Ach, sind wir jetzt Grabräuber oder was? Und du machst dir Gedanken um geklauten Proviant von Goren. Ich kann hier im Eingangsbereich wirklich nichts anzünden. Außer die Runen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Was ist das? Geboren aus dem Stein, geschmiedet im Kampf. Erhebe dich neu geboren aus dem Blut der Feinde. Du bist dir nicht sicher, ob du wirklich wissen möchtest, womit dieses Becken einst gefüllt war. Der ganze Ort erweckt den Eindruck, als sollte sich ein anständiger Zwerg hier nicht aufhalten. Ja, den Eindruck habe ich auch. Hoch, soll ich jetzt an diesen Runen rumfummeln? Hier ist eine Inschrift. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. So zwei Striche und in der Mitte so ein kleinerer, unterbrochener Strich. Das ist aber keine der Runen, die ich hier sehe. Ich sehe hier vier verschiedene Runen und ansonsten den Sarkophag. Bevor ich hier aktiv werde, mal bitte speichern. Gut. Oh, eine magische Markierung. Vermutlich von Goren. Aha. Ja, weißt du jetzt welche oder was? Also welche man da aktivieren muss? Ach, du kannst immer nur eine aktivieren. Die ist jetzt aktiviert. Die leuchtet und wenn ich jetzt die hier... Dann geht die aus und die leuchtet. Nee. Es gehen beide aus. Muss ich etwa in der richtigen Reihenfolge hier, oder was? Du bleibst von alleine leuchten, richtig? Mal kurz warten. Ja, die leuchtet. Wenn ich jetzt die dazu nehme... Dann geht die aus. Aber die auch. Warum bist du die Einzige, die leuchten bleibt? Aha, ich muss die richtige Reihenfolge rausfinden. Also das, das. Nee.
Dann hier und da. Und hier. Und da. Ja. Ah. Ha, das war's. Na, was finden wir da? Gorens wertvollster Besitztümer. Die Briefe seiner Geliebten. Ein Seidenschal, der wohl ihr gehört, und ein Medaillon. Ja, Medaillon, komm. Wenn da was einsteckt, das sieht immer so süß aus. Gut, gibt's ja noch irgendwas zu machen? Vermutlich nicht. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich muss hier nochmal her. Und diese Wendeltreppe hier hinten und das Ding da an der Wand, das ist alles irgendwie undurchschaubar. Ach hier, ich kann tatsächlich hochlaufen. Aber erstmal schaue ich mir an, was ich gerade gefunden habe. Ein Medaillon. Talisman des Angriffs erhöht den Schaden bei Spezialattacken um 20%. Nicht schlecht. Jetzt bin ich hier oben. Das sieht auch aus wie ein Zwerg. Lorimbur. Lorimbur, der Stammvater der Dritten. In vielen Aufzeichnungen über die 5 Zwergenstämme wird über die Dritten nur spärlich berichtet. Und wenn, dann nur mit Abscheu. Sie werden Verräter genannt. Oder Schlimmeres. Aha, also die Dritten sind die Zwergenhasser und die Dritten kämpfen gegen die Zweiten, die Ersten, die Vierten und die Fünften. Was ist das? Altar? Es scheint selbst die Dritten verirren, Frackers. Aber bei jedem anderen Stamm wäre sein Schrein der größte, nicht die Statue des Stammvaters. Ein paar Goldmünzen liegen in der Schale vor dem Schrein. Man sollte da jetzt nicht reingreifen, oder? Das wäre, glaube ich, eine blöde Idee. Opfere Wrackers etwas Gold. 20, das geht schon. Kann nicht schaden. Ja, Erfahrung. Und damit ist der Altar auch nicht mehr aktiv. Und damit habe ich jetzt hier in dieser Zwergenfestung alles durch. Glaube ich. Dann mal zu den beiden Brüdern. Und diese Schale hier lässt sich nicht entzünden. Dann mal zu den beiden Brüdern. Hier ist noch ein Sarkophag, aber da ist irgendwie nichts. Da hat Goren sich nicht dran zu schaffen gemacht. Und ich lasse alles mal so brennen. Jawohl. Geh mal raus. Es ist immer noch der gleiche dunkle Wald mit den gleichen komischen Geräuschen. Und der gleiche Zwerg geht zu den gleichen Brüdern, wenn ich jemals wieder den Abstieg schaffe und finde hier. Jawohl. Dann. Wo sind die Brüder? Sind sie noch da? Ja, die Treuen. Und Gelehrter? Was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goren ist in Grünhain. Hm.
Eine Festung der Dritten, hier im Herzen des geborgenen Landes. Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten. Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Der Großkönig, warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatot und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Aber was habe ich damit zu tun? Boindil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boindil hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt und Boindal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Meine Unschuldsmiene, die hätte ich gerne gesehen. Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden. Das ist einfach so. Vrakas und Sitalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich. Aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken. Es heißt, der König der Vierten sei hasserfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Wie auch immer. Euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boindil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruder Herz. Sieh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen-Dickkopf nicht umstimmen. Du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. So sieht's aus. Tungdil hat einen Entschluss gefasst. Die Beziehungen wurden verbessert. Und die Queste... Der Rucksack des Famulus ist immer noch aktiv, logisch. Da gibt's nichts Neues. Grünhain liegt hier oben, oder was ist das Grünhain? Das ist Grünhain. Ja, dann machen sich die Zwerge mal auf den Weg, so grob in Richtung Grünhain. Lassen natürlich kein Ork-Gefecht aus, was sich bietet, aber im Moment sehe ich keine Ork-Aktivitäten hier irgendwo. Und dann ginge es hier Turmweiler... Gasthaus. Und hier diese ganzen Nester. Alle mal abklappern. Vielleicht auch den Zwergenhändler da hinten mal erwischen. Hier ist auch irgendwas. Brachstein. Aber mit all diesen Dingen beschäftigen sich die Zwerge ab dem nächsten Teil. Bis dahin.